In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus handelsüblicher Aluminiumfolie und einer Gießmasse wie zum Beispiel Gips solche Felsen- oder Gebirgsstrukturen herstellt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Unter meinem Tutorial zum Bemalen von Gipsfelsen hatte ein Zuschauer diesen Kommentar mit einem tollen Tipp hinterlassen. Statt fertige Felsenformen zu kaufen oder Steine bzw. Rindenstücke abzuformen und dann abzugießen, könnte man auch schnelle DIY-Formen aus Alufolie basteln. Diesen spannenden Vorschlag musste ich natürlich sofort ausprobieren. Dabei sind mir dann noch einige Ergänzungen und auch kleinere Schwierigkeiten aufgefallen. Aber dazu gleich mehr, denn erstmal braucht ihr zum Nachbasteln Aluminiumfolie und Gips. Ich verwende Stevalin, das ist ein synthetischer Keramikgips mit hoher Abformgenauigkeit und Festigkeit. Und wenn ihr eine senkrecht stehende Felsenfront basteln wollt, braucht ihr noch Klebeband und eine Art Rückwand aus zum Beispiel einem Hartschaumstück. Aber bauen wir erstmal eine einfache Form. Nehmt ein ausreichend großes Stück Alufolie und zerknüllt es ein wenig. Je nachdem, wie stark ihr es zerknüllt, haben eure Felsen nachher feinere Strukturen. Allerdings bekommt ihr die Folie dann auch schlechter vom Abguss entfernt. Ich zeige euch gleich die jeweiligen Unterschiede. In jedem Fall kann es nicht schaden, wenn ihr möglichst dicke Alufolie nehmt. Auch eine Anti-Haftbeschichtung ist sicherlich von Vorteil. Aber ihr könnt auch wie ich einfach zu einer Billigfolie greifen. Zieht die Folie dann vorsichtig wieder auseinander und formt eine Form daraus. Klappt dafür die Seiten hoch und knickt die Ecken um, damit gleich kein Gips herauslaufen kann. Die Form kann eckig oder rund und flach oder hoch sein. Soll es zum Beispiel eine stehende Felsenfront werden, braucht ihr noch eine Rückwand, zum Beispiel aus Hartschaum. Wickelt auf der einen Seite etwas zerknitterte Alufolie locker herum, sodass quasi eine Tasche entsteht. Am Übergang zur Rückwand muss die Folie dann straff gespannt und eng mit Klebeband befestigt werden, damit der Gips in der Tasche bleibt. Dann einfach eure Gießmasse nach Anleitung anrühren, einfüllen und warten, bis die Masse ausgehärtet ist. Bei Stevalin dauert das etwa 40 Minuten, eventuell müsst ihr eure Form dabei auch etwas abstützen. Nach dem Aushärten müssen dann vom Gips der Überstand und natürlich die Alufolie entfernt werden. Und hier rächt es sich, wenn ihr dünne Folie verwendet und diese sehr stark geknüllt habt. Dann habt ihr nämlich viele Hinterschneidungen oder die Folie ist hier und da fest vom Gips umschlossen. In solchen Fällen müsst ihr mit einem passenden Werkzeug mühselig in den Fugen kratzen und dann die Reste abbürsten. Dennoch dürfte sicherlich etwas Folie haften bleiben. Aber wie hieß es schon einst bei Tomarillion? Auf jeden Fusch einen Busch. Dazu gleich mehr. Hier erstmal der Vergleich zwischen Abgüssen auf leicht zerknüllter und stark zerknitterter Alufolie. Bei der Bemalung könnt ihr dank des Gipses zu Washes greifen. Wie ihr damit und dank der Nasse-Nass-Technik eine schnelle und realistische Bemalung erzielt, habe ich euch ja bereits in dem oben verlinkten TWS-Tutorial gezeigt. Ihr findet den Link aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Nach dem Trocknen könnt ihr dann noch ganz nach Geschmack die Kanten trockenbürsten oder direkt mit der Begrünung starten, um, genau, eventuellen Fusch bzw. Alufolienreste zu verbergen. Aber natürlich könnt ihr auch Flock, Streu und Grasbüschel aus rein optischen Gründen aufbringen. Und wer sich nun fragt, ob man mit Alufolie vielleicht auch Steine abformen kann? Ja, kann man. Am besten die Folie ein paar Mal umschlagen, damit sie dicker ist und nicht an den Steinspitzen durchreißt. Allerdings kann das abgegossene Ergebnis von den Details her nicht mit dem Original oder einer professionelleren Silikonform mithalten. Und das wär's nun auch schon zum Thema Felsenformen aus Alufolie. Ja, wenn man's weiß, erkennt man hier und da noch die Alufolie. Und man muss sicherlich auch noch etwas mit dem Grad des Zerknüllens experimentieren, aber einige Bereiche gefallen mir schon richtig, richtig gut. Das hier ist doch ein schön schroffer Felsen geworden. Und solche Platten lassen sich prima als Oberfläche eines Hügels verwenden. Oder zum Zerbrechen, um mit den Einzelteilen Gebirgswände zu gestalten. Das spart teure Formen von zum Beispiel Woodland Scenics oder den Aufwand, eigene Silikonformen zu basteln. Was haltet ihr von Felsenformen aus Aluminiumfolie? Ich sag jedenfalls nochmal vielen Dank für die coole Idee und wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann!